Dieses Video heute tanzt etwas aus der Reihe. Auf diesem Kanal teste ich normal technische Geräte. Heute teste ich ein mechanisches Gerät, nämlich eine Knoblauchpresse. Die habe ich mir aus dem Grund gekauft, weil der Hersteller Rössle auf Amazon damit wirbt, dass es mit der Presse möglich ist, eine Knoblauchzehe zu pressen, ohne sie vorher zu schälen. Damit würde ich mir regelmäßig viel Arbeit sparen und das waren mir auch 30 Euro wert für die Presse. Ob das funktioniert, möchte ich in diesem Video zeigen. Das ist selbst der erste Test, den ich mit der Presse mache. Ich bin also selbst gespannt, ob es funktioniert oder nicht. Ich lege also eine Knoblauchzehe ungeschält, so wie sie ist, einfach in die Presse rein und versuche sie jetzt durchzudrücken. Wie man im Video vielleicht schon erkennen kann, braucht es dazu eine Menge Kraft. Trotz des hohen Kraftaufwands sieht man am Ende, dass sich kleine Stücke der Schale durch die Presse durchgedrückt haben, also durch das Sieb, entweder an der Seite vorbei oder auch durch die kleinen Löcher. Und das, was man da auspresst, ist dann volle Verunreinigung, sage ich mal, durch die Schale und man kann das eigentlich so nicht benutzen. Deshalb musste ich das auch leider wegwerfen, was da jetzt rauskam. Das zweite Versprechen ist, dass sich die Presse leicht reinigen lässt. Das hat auch gut funktioniert. Die lässt sich leicht zerlegen, also die ist aus einem Stück, aber trotzdem leicht, ja, so demontierbar, sage ich mal, und kann man dann einfach unter Wasser halten und dann lässt sie sich auch gut reinigen. Da gibt es also nichts zu meckern, aber das Hauptversprechen, dass man eine Zehe ohne Schälen da reinlegen kann, das hat sie leider nicht gehalten.